Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, PvP Canyon Crossing. Ja, ich wünsche mal einen schönen Samstag. Ja, und wir machen weiter. Wir müssen jetzt noch Wald einsammeln. Und gleich, wenn er voll werden sollte, wegschicken zum BGH und den anderen beiden, die bei der BGH stehen, gleich hierher schicken. Damit das hier weitergeht, ne? Ja, da wird hier gedüngt. In der Hoffnung, je nachdem weit wir hier kommen, dass wir dann entsprechend, na, wir können auch nicht wegschicken, das ist noch nicht so weit, aber wir können überspringen zur BGH und die anderen beiden herschicken. Und den können wir jetzt nicht, dass wir jetzt Blockade. Wer ist jetzt fertig? Drescher. Drescher ist fertig. Ja, rückwärts fahren und dann ihr könnt ja auch anders fahren, ne? Ja, mit den lassen so. Jetzt fährt er auch noch vorne, hätte er auch so machen können. Also von daher ist das schon ein bisschen komisch. Die Intelligenz der KI ist nicht so groß. So, da wollte ich mal was probieren. Das sollte düngen. Das klappt gut aus den Rest letzten Zügen. Und Fähre brauchen wir nicht. Später aber gleich mal Brückenbau. Wollte es im Schwatter. Weil das soll nachher weitergehen, ne? So. Erstmal den alten Kurs löschen. So, 13,9 Meter passt an das Vorgewende. Da hat auch Bahn scharf. Ja. Gut, das macht er ganz okay. Also, was den Bereich angeht, ne? Deswegen ist ja dieser Streifen so wichtig, dass ich da nicht Gras mähe. Das habe ich da manuell gemacht. Sonst wäre das nämlich ganz schön schief laufen, ne? Spätestens wenn das als Feld sammelig wird, ne? So den Kurs, wenn man ja beim Ballen pressen, weil das haut hier auch nicht hin, aber was soll's. Was soll's, ne? Ich sag mal so, aufregend, deswegen tun wir es nicht. Das ist ja ein schöner Versuch von der Machart her. Aber besser wäre gewesen, man hätte ein internes Lager gehabt, das wäre besser gewesen. Finde ich jedenfalls. Also. So, wir fahren aus dem Bunker rein. Also in ein Silo, das wäre Platz. Hätte aber irgendwo im Weg stehen, ne? Das kann hier auch passieren, aber. Aber hier ist mehr Platz. So. Ich habe extra dafür noch zwei Eier gekauft, weil der eine ist blockiert. Drüben. Und wo ist jetzt hin? Ich ahne Schlimmes. das wäre nicht so gut, wenn da die Bahnen stehen. Ja, Samstag, wieder ein Wochenende. Ja, heute ist bei mir der 10. Und Samstag wäre der 16. Und dann ist ja schon bald August. Ja, dann ist August die Hälfte rum. Und ja, und das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, also August, ja, September, Oktober. 9 Wochen, pauschal, ne? Lager bin ich fest wegen 1-2 Tage, aber dann ist nachher auch kommt der LS in der Nähe, ne? Der neue. Ich werde erstmal ohne diesen Season Pass kaufen,
Weil, also für mich persönlich ist es eher so, dass ich sage, ja, was da kommt, ist nett, aber ich muss nicht alles haben. Und das, was ich haben möchte, das, klar, kaufe ich mir auch. Und deswegen muss ich auch nicht das ganze Paket kaufen. Weil viele sagen, brauche ich halt nicht, ne? Also ich habe hier das meiste nicht mehr genommen. Brauchst es nicht. Also wenn du das Spiel hast, entweder hast du genügend, hast du bei Multifrucht hast du verschiedene Mod-Versionen, die dabei sind meistens, die sind können. Und ja, die Masse, die groß. Ja, was machen wir heute hier? Hat er sich verkeilt im Boden. Ja. Aber der ist leer. Reisen wir los, ne? So. Jo. Ist irgendwie verpackt im Boden, das ist jetzt ganz komisch. Oh, der ist leer. Den können wir ja zurückschicken. Lassen also fahren lassen, also das ist mir zu viel. Von der Entfernung her ist das einfach nicht so. Das ist ein 16-fach Kader, das darf keiner vergessen. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. So, ach, sind wir rausgeflogen. Da war die Maus. Auf dem Nachbarbildschirm. Ich arbeite ja mit zwei extra Monitoren, einmal für OBS und einmal als reine Kontrollmöglichkeit. Könnt ihr aber ausschalten. Ist aber so, dass ich da sehe, oh, die Aufnahme ist da, ne? Ja. Normalerweise. Ah, Luft ist raus, ne? Oder so, ne? So, dann ist das bereit. Macht er auch ein Männchen? Oder bockt er sich auf? Wir hören an der Erde. Gibt ja so eine Fälle, gibt es ja auch echte Tiere, dass sie sich praktisch. Bei Hirschen, die verhaken sich dann. Das ist eigentlich ein Todesurteil. Bist du da? Muss ja an der Erde liegen hier. Ach, kann sein, dass man. Dass ich ihn raushackt, ne? Ja. Irgendwo. Ja, verpackt oder sowas, ne? Keine Ahnung. Das kannst du wissen. So, genau gleich mit dem Lenkrad. Also mal geht es richtig gut und mal geht es gar nicht. Da muss ich einen anderen Modus verwenden, dass ich zumindest einen Widerstand habe. Mache ich das andere komplett, dann habe ich das aber ja so schwer, wie es eingestellt ist. Das ist ja auch nicht machbar, ne? Ja. Du gehst auch nach Hause. Ja. Einer hätte noch gearbeitet, ne? Besser. Wo ist der andere? Da oben. Wieso ist da nichts mehr?
Oder fährt er hoch und dann. Jo. Ist halt mal so, ne? Also, so wie er geht auch als Schweinefutter, dann ist es gut. Was ist das? Ah, nicht so schlimm. Ja. Haben wir Oktober. Dann müsste ich gucken, was hier noch rein theoretisch reingehen könnte. Als Frucht. Dieses Jahr glaube ich nichts mehr. Aber eher nächstes Jahr. Ja, ist wirklich. Also normalerweise müsste normalerweise alles fertig sein. Ne? Ja, ist doch gar nichts mehr. Also Verband arbeiten hätte also im Shop nichts sein dürfen. Ne? Oder ist da noch ein Rest? Aber zu sehen ist nichts. Bin gespannt, ob da was noch bei rausspringt, ne? So sehen tue ich keine Frucht. Ne? Und er ist rechts, rechte Bahn. Aber es kann sein, dass da schon mal ein Vorgewende mitgemacht wurde. Also das ist möglich. Ich mach den mal aus. Obwohl man ganz kurz gucken möchte, ob sich jetzt mitmacht. Was er jetzt an ihm fährt. Es könnte sein, dass eine kleine Ecke noch wäre, die man so nicht sieht. Aber das ist dann minimal. 72. Ist nichts mehr. So. Ich fahr mal hin. Aber ich muss das vorher ausmachen. Vorher einfahren. Und macht dann mir Katzen-Maus-Spiel. Diese 800, 920 und ganz schnell suchen machen. Probieren jedenfalls. Was ist denn die Burschen? Wenn ich einen richtigen Abstand habe, wenn ich Pech habe, dann ist es weit weg. Dann macht er das nicht so. Zack, 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 zack. Na, jetzt fährt er los. Bruder ist so. KI ist unberechenbar. Ist nix. Klappt nicht so, wie man soll, ne? Also, wie es sein soll. Hier aus Bremse und mal klappt nicht so wie soll. Also wenn laut Plan ist er jetzt also schon Geschichte. Also wenn Samstag Folge kommt, das war ja schon der Feiertag, weil Österreich ist am 15. Feiertag. Und ich weiß nicht, ob da jetzt der Freitag auch frei ist. War eigentlich so erwähnt worden, aber muss man gucken, was die planungsmäßig machen. Im Grunde ist das aber so, wenn ich die Chance habe zu arbeiten, würde ich es tun, weil ich brauche also idealerweise hat Urlaub ohne Ende, ne? Mal schauen, wie das so entwickelt. So, dann können wir dich gleich mal zum Hof fahren und zu Schweine bringen, ne? Jo. Mal gucken. Fahr mal hinterher, den Burschen hier. Der kennt den Weg. Na, im Grunde muss ich nur links runter, irgendwie die Straße da links. Die Straße in der Sehne, dann kann ich überholen. Ich glaube, die Straße, wenn man die Straße zu, dann geht er fahren. Und dann nach links. Am verkohlten Wald vorbei. Würde ich behaupten. Ja. Ansonsten machen wir eine kleine Rundfahrt.
Das ist ja auch nicht mehr tragisch. Oh, 15. Ja, halb 11, also. Ja, ich habe heute spät angefangen, also. Ja, das Problem ist, wenn man so lange schläft, dann kommt Mittagessen dazwischen. Also kochen. Also ich esse kein Brot zur Mittagszeit, das mache ich aus Prinzip nicht. Und ja, nach dem Essen bin ich eh nicht so nicht zu brauchen. Und dann habe ich eine Waschmaschine voll gemacht. Hab die arbeiten lassen. Also ich wasche ja nicht selbst, ich mache die Maschine. Zum Glück. Ja, Wäsche aufhängen und so, abhängen muss ich auch noch vorher. Wegräumen. So. Ja, und dann her. Oh, ich dachte, Mensch, du hast die Nacht schon so viel geschwitzt. Bettzeug noch vorher abgezogen. Bettlaken muss ich noch neu beziehen, aber wie gesagt, weiß, lohnt sich aktuell nicht, wird nicht voll. Ja, und dann. Man machst ein Vollbad, egal. Fühlt sich hinterher besser. Wenn die ganze Nacht geschwitzt hast, hast du die Haare und dann liegen die Haare auch nicht, dann juckt das überall. Und dann sagst du auch, ach Mensch, machst ein Vollbad, das ist das Beste. Ja, duschen würde auch gehen, aber wie gesagt, ich habe mir gedacht, oh, was, ich habe eine Badewanne. Kannst du überall schön waschen, wie sie soll, ne? Von bis. Und dann bist du sauber, zumindest nur einen Tag. Nächsten Tag geht der Spaß von vorn los. Ja, die Wohnung heizt sich auf, also 28 Grad im Schnitt. Wenn die Luft draußen auch noch schwül wird, also feucht, aktuell sind es über 50%. Irgendwann bist du auch, ja. Sagst du auch, ach nee, scheiß Dämse. Aber das Ende ist nah, zum nächsten, also zum 16. wenn die volle kommt, wird das schon angenehmer sein. Mindestens fürs eine Wochenende. Was dann noch kommt, warm wird es trotzdem noch wieder werden, ist ja erst August, ne? Ist ja nicht so, dass jetzt gleich der Winter kommt, das ist ja bei weitem noch nicht der Fall. Naja, im Glück auch, also Winter muss ich auch nicht haben. Aber wenn es ein bisschen kühler wird, bin ich auch nicht traurig, lieber. Gut, jeden Tag Regen ist auch blöd, aber. Oh Gott, mir was soll's, ne? Aber. Die Jahre davor haben sich. Beschwert, dass es trocken war. Wo es jetzt. Jetzt zur Zeit aber eigentlich geht, normalerweise. So eine Regenmenge. Und das wird. Bestimmt wieder irgendwann mal wieder richtig nass werden. Aber ist halt so, ne? Wetter ist unberechenbar. Was gut ist. Also wäre schön, wenn alles kalkulierbar wäre, ne? So. Bevor wir Futter kaufen, können wir das auch geben, ne? Ja, gucken wir mal, die Schweine sehen ganz gut aus, ne? Läufer. Läufer, das ist die Vorstufe zum Mastschwein. Ja, Katzen blicke ich auch nicht durch, also. Aber hier, sie haben bisher 10 Liter Sonnenblumenöl gebraucht. Perse, achso, also die haben ja Milchtiere, Stroh, Milch. Das sind die Kühe. Schwein. Schwein, Läufer. Achso, die Kälber, 80. Also 4 Monate. 8, 9, dann sind sie schlachtreif. Man sagt so allgemein 100 Kilogramm. Was drüber wird, das wird zu fettig. Also abhängig vom männlichen Tier und weiblichen Tier. Ich habe ja nur weibliche Tiere gekauft, weil ich nicht genau weiß, nimmt der Stall, nimmt der Schlachthof auch männliche Tiere an. Rein theoretisch ja. Weil das direkt mit dem Mod dabei war. Aber nur die Theorie, ne? Also praktisch weiß ich das nicht. Das ist so.
Das soll schon voll gewesen sein. Sagen wir schon Dank. Also ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.